In London findet an diesem Wochenende die BMW PGA Championship statt. Doch schon zuvor wurde zur Tea Time geladen. Drei Musketiere trafen sich mitten im Hyde Park zur Nearest to Pin Challenge. Vorjahressieger Matteo Manassero, der Engländer Justin Rose sowie Ryder Cup Team Captain Paul McGinley. Justin Rose hatte die Gelegenheit zuvor genutzt zu einer kurzen Stippvisite in seinem Heimatclub. Verbunden mit einer Klinik für die Clubmitglieder und einem Blick in einen Showroom, der ihm zu Ehren gestaltet wurde. Sein persönlicher Traum eines Major-Titels ging im vergangenen Jahr mit dem Sieg bei der US Open in Erfüllung. Jetzt präsentierte er mit Stolz der versammelten Clubgemeinde die Trophäe seines größten Erfolges. Der Brite ordnet ein. Klar hat der Sieg bei der US Open mein Leben verändert. Andererseits auch wiederum nicht. Meinen Kindern zum Beispiel ist es völlig schnuppe. Und auch das ist gut zu erleben, um die Dinge richtig einzuordnen. Das war eine sehr gute Lehre für mich. So ein Sieg ist einfach nicht alles. Natürlich macht er bisweilen die Dinge in meinem Leben etwas leichter. Zurück im Hyde Park, drei kleine Grüns galt es aus 90 bis knapp 140 Meter zu treffen und Justin Rose stellte unter Beweis, dass er das kurze Spiel beherrscht. Auch der Ire Paul McGinley ist ein Meister seines Fachs. Ein toller Event. Den Hyde Park mal bei Sonnenschein zu erleben und dann auch hier noch Golf zu spielen, das ist schon klasse. Matteo hat das ganz wunderbar gemacht. In der Form wird er schwer in Wentworth zu schlagen sein. Hat richtig Spaß. Der erst 21 Jahre junge Italiener hatte letztes Jahr bei der BMW PGA Championship seinen größten Erfolg auf der European Tour gefeiert. Sein Ziel, ganz klar, den Titel verteidigen. Ich freue mich schon sehr auf das Turnier, an das ich so gute Erinnerungen habe. Ich werde alles dafür geben, in Wentworth noch einmal zu gewinnen. Das Präludium hat Matteo schon mal gewonnen, bei diesem außergewöhnlichen Event vor dem Event. Ich danke BMW und der European Tour, die es möglich gemacht haben, einmal im Hyde Park Golf zu spielen. Das war wirklich etwas Besonderes. Sprach's und machte sich dann mit seinen Kollegen auf den Weg zur BMW PGA Championship unter dem blau-weißen Himmel in London. Darf ich vorstellen, Martin Keimer, aktuell Deutschlands bester Golfspieler. Er war schon die Nummer 1, in diesen Tagen wird er auf Position 35 der Weltrangliste geführt. In der Sportart Golf sind das Nuancen. Keimer ist Weltklasse. Neben dem großen Bernhard Langer ist der 28-Jährige aus Mettmann der einzige deutsche Golfprofi,